So, das war... Das automatische Speichern war hier. Perfekt. Kann ich denn ganz leise hier irgendwas mitnehmen, oder? Das ist ein Käse. Warte mal, ich speichere mal. Jetzt bin ich natürlich in Sicht von dem hier. Wenn ich das jetzt so mache. Schön, haben wir wenigstens ein bisschen Proviant. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Wenn du klaust, gibt's Ärger. Mach ich doch nicht, kann ich jetzt hier hoch? Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Ah, ich darf hier also jetzt hoch. Ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Na schade, dann sprechen wir mal mit Di Fuego. Vielleicht kann man den ja umstimmen. Was kann ich für dich tun, Bursche? Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Gib her. Ich habe nicht genug Gold. Ich hab kein Gold mehr? Ich komme darauf zurück. Roquefort hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön. Er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Wir verstehen uns. Absolut. Na klar. Natürlich dürfen wir einfach sowas öffnen. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Zeig mir dein Angebot. Kann mal sein, Hemd, schwarze Hose, weiße, edle Schuhe, Ohrring des Duellanten, 250 Gold. Huh, kann ich denn erstmal was verkaufen? Ein dreckiges Hemd. Ja, das hatten wir gefunden. Proviant, Trank der Klingen. Verkaufe ich mal jetzt, einfach so. Ob die Pflanzen nachher noch irgendwas bringen? Ich bin gerade am Überlegen, weil sonst jetzt zu verkaufen ziemlich idiotisch wäre. Naja, ich hörte es in Sklaven entlaufen. Ich hörte es in Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ich bringe die natürlich zur Strecke. Ich brauche natürlich ein bisschen Gold. Ich bringe die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. 300 Goldstücke für 3 Köpfe. 100 für jeden. Gut, dann werden wir das mal machen. Warte mal. Ah. Gut, dann haben wir mal kurz was geholt. Was brennt denn da? Ist eine Fackel da drin, ne? Oh oh, lieber Entwickler, was haben wir denn da gemacht? Okay, zu dem können wir jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen, kann ich mich nochmal eine Runde schlafen legen hier drin?
wenigstens etwas, damit das wieder Tag wird und nicht so dunkel bleibt. Bis zum nächsten Morgen, sag ich mal. Das krieg ich wahrscheinlich gleich auf die Mütze, weil ich raus soll. Er weckt mich. Verschwinde! Schnell weg. So, so, wir wollten jetzt ins Innere des Dschungels. Ah, nehmen wir mal ein bisschen was mit hier. Moment, das kommt gerade nicht so gut irgendwie. So. Haben wir hier ein Warzenschwein, ich sag mal Wildschwein. So, zack. Rohes Fleisch. Eine Makibeere. Blutwurzel. Hier unten sind die Felder, auf denen sie wahrscheinlich arbeiten. Goldklee. Gucken. Ah, sind schöne Felder. Und Hühner! Na, Truthähne sind es immer noch. Keine Hühner. So. Alles schön mitnehmen, was geht. Oder was man kriegen kann, was man absahen kann. In die Taschen stecken. Ob ich das ganze Feld klauen kann? Ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Viecher drin. Kann ich dann hier rüber? Geht auch nicht. Einmal im Feld, immer im Feld. Das stört mich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist los. Lass ich mir das kurz mal angucken. So, machen wir mal so. So, zack, zack, zack. Und Riley. Hallo, Riley. Nettes Kopftuch. Ja, wenn einen den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe knallt, braucht man sowas. Außerdem erkennt man an dem roten Kopftuch direkt, wer hier auf den Feldern das Sagen hat. Naja. Ich bin noch nicht gut genug. Na schade, einschüchtern können wir ihn das nicht. Oder generell können wir ihn das derzeit nicht. Aber, Wer denn? Du dämlicher Mistkerl. Mach schon! Jetzt habe ich ihn ein bisschen provoziert. Wer genau hat denn das Sagen hat? Und dann habe ich ihn damit jetzt das mal provoziert. Zack, zack, zack. Au. Jetzt will ich auch was sehen. Zeig sie. Ja, und gerade. Au, erstmal wieder zugetreten. Ding, zack. Erstmal schön in den Schritt gestochen. Das macht man als Gentleman ja so. Zeig mir sein Blut. Ja, diese Kommentare wieder. Zack, zack, zack. Ah, das heißt, in die Richtung, wo ich gucke, da hau ich auch zu. Gestochen. Treffer. So, haben wir mal aufgeholfen. Was? Hast du jetzt noch was zu sagen? Nein. Dann brauchst du auch kein Kopftuch mehr. Oh. Geht das jetzt schon genauso los wie im anderen? Warte mal. Einschüchterung erhöht. Ah, können wir durch das Kopftuch einschüchtern? Was? Lass mich bloß in Ruhe. Manu, ich war doch nett eigentlich. Proviant. Ziehen wir hier unten rein.
Treibgut. Ansonsten haben wir erstmal nichts Großes. Das sind alles nur Assad. Assad. Hat da wohl jemand mal kurz mit der Tastatur gespielt? Ich habe Hunger. Die Wachen geben mir nichts mehr zu essen. Hier, hast du was zu essen? Du bist ein guter Mann. Ich habe einen Rat für dich. Geh nicht nach Osten, ins nächste Tal. Dort warten meine Brüder. Sie sind entkommen und sind sehr zornig. Sie werden dich töten, wenn sie dich sehen. Warum sollten sie das tun? Ich gehöre nicht zur Inquisition. Für sie sind alle Guchos gleich. Kann man nicht mit ihnen reden? Für meine Brüder ist die Zeit des Redens vorbei. Sie haben Waffen und Rüstung aus den Gräbern der Ahnen geholt. Sie mussten schwören, Blut zu vergießen oder dem Zorn der Ahnen zu begegnen. Wow, also... Das ist wie in einer richtig alten Kultur von denen. Von den Afrikanern. Bloß nicht mit den Ahnen, aber ansonsten... So sollte es eigentlich auch